Viktor Orban hat in seiner Funktion als EU-Ratspräsident in dieser Woche ein paar Vorgespräche, Sondierungsgespräche geführt in Kiew und in Moskau zur Vorbereitung von Friedensgesprächen auf internationaler Ebene. Andrei Hunko, oppositioneller Bundestagsabgeordneter aus der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht, ist diese Woche auch in diplomatischer Mission unterwegs, auf parlamentarischer und auf zivilgesellschaftlicher Ebene. André, du hast eine volle Woche, einen vollen Terminkalender in Berlin gehabt in der letzten Woche, die eine Sitzungswoche war. Trotzdem verbringst du jetzt das Wochenende auch unterwegs. Du bist gerade im serbischen Belgrad, und triffst dich dort mit Vertretern der Zivilgesellschaft, der internationalen Friedensbewegung. Was treibt dich um? Was treibt dich nach Belgrad? Und wie verlaufen die Gespräche? Ja, das ist hier was, also formal bin ich hier auch im Rahmen einer Einzeldienstreise. Ich bin ja auch Europapolitiker, also Mitglied des Europaausschusses im Bundestag. Und Serbien ist ein EU-Beitrittskandidat. Und man, das gehört zum Job sozusagen, dass man immer wieder in die Länder fährt, Gespräche mit verschiedenen Abgeordneten führt. Das mache ich hier auch. Das waren auch sehr interessante Gespräche. Der Diskurs in Belgien, in Serbien ist ja völlig anders als bei uns, kann man sich vorstellen. Und zusätzlich gibt es hier noch eine Antikriegskonferenz, organisiert vom Europäischen Verbindungskomitee gegen den Krieg und gegen den sozialen Krieg. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen europäischen Antikriegskräften. Da werden in verschiedenen Ländern auch sozusagen regionale Konferenzen durchgeführt. Ich war zum Beispiel in Paris auch vor einigen Wochen, das war hochspannend. Da gab es einen in Oslo und jetzt eben in Belgrad. Und hier sind auf dieser Antikriegskonferenz sind Vertreter von den meisten Ländern des Balkans hier, also aus verschiedenen Ländern Ex-Jugoslawiens, aber auch aus Rumänien, Bulgarien und so der Region und auch aus Georgien, was ja ganz, ganz spannend ist im Augenblick, weil ja dort auch Druck aufgebaut wird auf die pragmatische Regierung in Georgien, pragmatisch im Sinne der Beziehung zu Russland. Doch sozusagen einen aggressiveren Kurs, vielleicht sogar eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen. Da werden Wahlen stattfinden, da werde ich auch hinfahren als Wahlbeobachter. Und das ist natürlich auch interessant, mit Menschen aus Georgien, die auch hier sind, in Belgrad zu sprechen, die das kritisch sehen, was da gerade passiert. Zivilgesellschaftlichen Kräften, also keine Regierungsvertreter, aber die trotzdem eben sehr, sehr kritisch sehen, wie dort zum Beispiel diese fast vollständig vom Ausland finanzierten tausenden NGOs genutzt werden, um den Druck in diese Richtung aufzubauen. So, das ist das. Und dann noch zusätzlich bin ich auch hier, weil morgen habe ich auch eine Pressekonferenz. Da geht es um einen politischen Gefangenen. Das ist Ecevit Peroglu, der unrechtmäßig, willkürlich seit mehreren Jahren hier in Belgrad in Serbien inhaftiert ist aufgrund eines Auslieferungsgesuchs aus der Türkei. Das ist vom Gericht schon längst abgelehnt worden. Trotzdem wird er hier festgehalten, weil der politische Druck der Türkei so groß ist, dass die serbische Regierung hier sich nicht traut, ihn freizulassen, was rechtmäßig auch nach den Gerichtsurteilen notwendig wäre. Also das sind so die drei Punkte, die ich hier sozusagen behandle. Und alles sehr, sehr spannend. Genau, gleich gehe ich wieder zu der Konferenz. Freue mich schon, die Leute wiederzusehen. Und morgen dann halt die, vielleicht werde ich ihn auch im Gefängnis besuchen. Vielleicht wird Ecevit Piroglu morgen. Vielleicht wird er auch freigelassen. Ich hoffe das. Ich versuche alles, was möglich ist. Ich sage mal, das gehört auch für mich immer noch ein bisschen zum Teil meines Jobs, sich für Menschen eingesetzt zu setzen, die im Gefängnis sind, zu Unrecht. Und als Abgeordneter hat man dann doch die eine oder andere Möglichkeit, dazu beizutragen. Ich bin ja auch froh, dass Julian Assange jetzt auch freigelassen wurde.
für den ich mich auch jahrelang eingesetzt hatte. Jetzt hast du ja auf dieser Friedenskonferenz Kontakt zu vielen Menschen aus der serbischen Zivilgesellschaft, die in der dortigen Friedensbewegung aktiv sind. Und es bildet sich ja auch immer mehr ein Netzwerk heraus zwischen französischen Friedensaktivisten, Friedensaktivisten vom Balkan, Friedensaktivisten aus Deutschland, Friedensaktivisten aus den nordischen Ländern. Da sagt es, in Oslo war auch eine Friedenskonferenz. Wie läuft das und wie sind da so die Konfliktlinien? Ist das so wie in Deutschland, dass es da Diffamierungen gibt innerhalb der Friedensbewegung, dass die einen die anderen Putin-Versteher nennen oder dass die einen, dass auf einmal traditionelle Friedensgruppen nicht mehr genau wissen, ob sie für oder gegen Waffenlieferungen sind? Wie sind da die Konfliktlinien und wie ist da auch die Linke aufgestellt? Also inwiefern sind da linke Parteien auch Stützen der Friedensgesellschaft, der Friedensbewegung oder eben nicht? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich in den Ländern. Es ist zum Beispiel in nordischen Ländern so, dass die fast alle linken Parteien für Waffenlieferungen sind. Ja, also mit denen ich dann Kontakt habe, das sind diejenigen, die das kritisieren, die auch aus den linken Parteien ausgetreten sind deshalb. Aber die Stimmung, ich sage mal gerade in Norwegen beispielsweise, aber in den meisten nordischen Ländern, die ist viel, viel sozusagen mehr pro, es muss einen militärischen Sieg der Ukraine geben als in Deutschland. In Deutschland haben wir ja mittlerweile eher die Situation, dass ich würde mal sagen, eine leichte Mehrheit in der Bevölkerung von einer solchen Vorstellung Abstand nimmt, dass vor allen Dingen eine große Mehrheit mittlerweile diplomatische Initiativen begrüßen würde. Das ist in den nordischen Ländern anders. Da ist die Stimmung noch sehr, sehr, ich sag mal, pro militärischen Sieg, auch in Polen oder im Baltikum. Je mehr man nach Süden kommt in Europa, wird die Stimmung kritischer. Auch hier in Serbien natürlich. Hier ist die große Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Unterstützung dieses Krieges. Rhetorisch ist das auch die Regierung Vucic hier. Dennoch werden Waffen geliefert, auch aus Serbien, aber also nicht im Licht der Öffentlichkeit. Also es findet dann eher geheim statt, weil die serbische Bevölkerung ist extrem NATO-kritisch und extrem sanktionskritisch. Das hat mit der eigenen Geschichte zu tun, das hat mit der Bombardierung 1999 zu tun. Man sieht, wenn man durch die Stadt fährt, auch immer noch die bombardierten Gebäude hier in Belgrad. Die sind zum Teil noch stehen gelassen worden. Man sieht auch Denkmäler zum Beispiel beim RTS, beim serbischen Fernseh- und Radiostation, die ja auch bombardiert worden ist, wo, glaube ich, 17 Journalisten durch NATO-Bomben ums Leben gekommen sind. Da gibt es auch ein Gedenk. Stein dazu, da bin ich natürlich auch hingegangen. Aber was viel weniger noch bei uns bekannt ist, es gab gegen Jugoslawien in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, brutalste Sanktionen, sodass selbst Medikamente nicht mehr erhältlich waren. Das wird intern im Westen als Fehler eingestuft, hat ja auch nicht zur Veränderung der Situation, politischen Situation beigetragen. Aber das ist hier noch sehr, sehr in Erinnerung. Im Westen wird da kaum dran erinnert, aber wie gesagt, man sagt intern auch innerhalb der Regierung des Auswärtigen Amtes, das war nicht klug, diese Sanktionen damals. Und deswegen ist also die serbische Bevölkerung sehr, sehr NATO-kritisch, sanktionskritisch und das spürt man hier auch. Aber es gibt jetzt nicht sozusagen so eine, wie soll ich sagen, eine aktive Friedensbewegung, weil ja auch die Regierung beteiligt sich ja auch gar nicht an dem Krieg direkt und auch nicht an den Wirtschaftssanktionen. Die EU macht immer Druck, Beitrittskandidat, ja, heißt dann halt Foreign Policy Alignment, also die Anpassung der Außenpolitik an die EU wird als Kriterium genommen, ob Serbien Fortschritte macht.
Und da gehört an erster Linie die Beteiligung an den Wirtschaftssanktionen dazu. Das macht aber die Regierung nicht mit. Das wäre selbstmörderisch aus serbischer Sicht und auch gegen die serbischen Interessen gerichtet. So, da knirscht es auch dann natürlich in den Beitrittsverhandlungen deshalb. Aber was jetzt die Antikriegsaktivisten hier vor Ort mehr machen, ist, dass sie zum Beispiel darüber aufklären, dass eben Waffenlieferungen sehr wohl aus Serbien in die Kriegsregion, also in die Ukraine, stattfinden, allerdings eben nicht öffentlich. Solche Sachen sind dann eher so. Aber solche Konflikte, wie du sie beschrieben hast, so mit, das gibt es hier nicht. Also das ist ein sehr deutsches Phänomen. Natürlich, auch in Serbien ist ein ganz anderer Diskurs. In anderen europäischen Ländern ist es natürlich so, dass Menschen, die sich für Diplomatie einsetzen gegen den Fortsetzung des Krieges, dass sie als Putin-Trolle dann irgendwie denunziert werden. Aber nicht hier auf dem Balkan spielt das, glaube ich, weniger eine Rolle, jedenfalls nicht in Serbien. Und in Südeuropa ist das auch sehr viel weniger ausgeprägt. Da ist der Blick sehr anders. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich in den europäischen Ländern. Das macht ja Mut, dass es auch innerhalb des europäischen Kontinents noch Länder gibt, die wo die Gesellschaften keine Mutterbindung an die NATO haben, sondern man im Gegenteil sich durchaus die Schattenseiten der NATO bewusst noch macht, anhand eben des Gedenkens an Sanktionen und Krieg, an den ja, illegalen Angriffskrieg der NATO gegen Serbien damals. Es ist also durchaus gibt es da innerhalb Europas auch kritische Stimmen gegen die aktuelle Kriegspolitik, insbesondere der EU gegenüber Russland. Jetzt kommt aber ja auch aus der EU selber zum ersten Mal so ein Hauch von diplomatischer Initiative durch Viktor Orban als EU-Ratspräsident. Wie siehst du das, dass er diese Woche nach Kiew und Moskau gereist ist und da sozusagen Vorsondierungen geführt hat und könnte das vielleicht auch dazu führen, dass auch Länder wie Serbien, die eher eine NATO-kritische Haltung traditionell haben und die eben durch diese EU-Beitrittsgespräche auch auf eine NATO-Linie gepusht werden sollen, dass das auch diese Länder stärkt, auch bestärkt, dass man nicht als ganz Europa einseitig hier im transatlantischen Kielwasser in die Katastrophe läuft? Ist das hilfreich oder ist es eine Initiative von der falschen Seite? Wie siehst du das? Ja, ich finde das auf jeden Fall richtig. Ich meine, bin da nun auch nicht der große Freund von Orbán, aber er entblößt eigentlich die ganzen anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, weil es ist der erste Besuch seit über 2 Jahren. Seit April 2022 war der österreichische Premier war auch in Moskau, hat nochmal versucht, diplomatische Initiative zu starten. Er wurde damals massiv beschimpft. Und seitdem ist kein Mensch mehr praktisch zu beiden Seiten gefahren, also nach Kiew und nach Moskau. Und Orban ist ja jetzt nun EU-Ratspräsident. Und er hat wirklich als erste Amtshandlung dann diese Reise gemacht. Ich finde das richtig, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein politischer Freund von mir ist, aber ich finde das richtig. Und es zeigt eigentlich, die eigentliche Schande, die er aufzeigt, ist der totale Verzicht auf Diplomatie aller anderen. Und dass er jetzt dafür beschimpft wird, offenbart das alles. Und diejenigen, du hast jetzt angesprochen, auch jetzt Vucic, der ja eher so eine Pendelpolitik macht zwischen Ost und West, oder auch Fico in der Slowakei, sozialdemokratische Regierungschef, der auch in eine ähnliche Richtung drängt wie Orban. Ich denke schon, dass sie dadurch gestärkt werden, weil das sind natürlich Länder, jetzt wenn ich an Serbien denke, die natürlich wie soll ich sagen, ein enormes Gefahr besteht, wenn die Konfrontation sich weiter zuspitzt. Also Länder, die zwischen den Blöcken stehen, ne? Wie das
Serbien ist, wie es in Georgien auch, wenn man so will, ist. Ja. Georgien ist zwar sehr pro-westlich und pro-NATO als Land, aber ist ja direkt als kleines Land an der russischen Grenze. Die russischen Panzer sind ja gerade mal 40 Kilometer von Tiflis entfernt, in Südossetien. Dass solche Länder natürlich nicht in diesen Krieg hineingezogen werden wollen, das ist auch der Grund, warum in Georgien die Regierung dieses NGO-Gesetz dort also beschlossen hat, um sozusagen diesen Druck durch diese westlich finanzierten NGOs wenigstens abzumildern, Druck in Richtung Konfrontation. Das erinnert alles sehr an die Ukraine im Herbst 2013. Solche Länder wie Georgien wollen sich natürlich nicht abschlachten lassen, um eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen. Ja, das wäre ja dann die Konsequenz, das wissen Sie auch. Ich habe da auch mit Regierungsvertretern vor 1,5 Wochen gesprochen im Europarat. Also das ist ich glaube, für solche Länder auch, also das war ja deine Frage, ist dieser Besuch positiv. Ja, es ist überhaupt positiv, ist natürlich auch für uns positiv, dass überhaupt mal ein Staats- und Regierungschef, also der ungarische Premier, dass der überhaupt mal sich traut. Der muss das ja alles verheimlichen. Der hat ja nicht beim Europäischen Rat gesagt: Hey Leute, ich habe eine Idee, ich fahre sowohl nach Kiew und nach Moskau, hör mal, wie ist denn die Lage? Wir reden ja noch. Das sind ja, wenn du so willst, Vorsondierungen. Wir reden da gar nicht über Friedensgespräche, sondern es geht ja jetzt darum, zu eruieren. Wie sind denn die Vorstellungen? Wo könnte man eventuell überhaupt zu einem Waffenstillstand kommen? Könnte man dann auch vielleicht zu Friedensverhandlungen kommen? Das ist ja die Phase, in der wir sind. Und das finde ich richtig, egal ob mir jetzt die politische Richtung ansonsten von Orbán gefällt oder nicht. Also es gibt durchaus auch positive Entwicklungen, sowohl oben auf Regierungsebene als auch auf zwischenparlamentarischer und zivilgesellschaftlicher Ebene. Es ist nicht alles, die Kriegsentwicklung ist nicht unabwendbar, das sehen wir, sondern es kommt darauf an, was wir machen. Soziales Handeln ist dynamisch und unvorhersehbar und was wir tun, macht den Unterschied. Und deshalb ist es ja echt mutmachend, dass du auch diese Reise jetzt auf dich genommen hast und ja, bleibt zu hoffen, dass sich da was tut. Siehst du auch Hoffnung, als letzte Frage vielleicht noch, dass sich auch in der deutschen Außenpolitik irgendwann etwas dreht, dass wir uns irgendwann nicht mehr schämen müssen, für unsere Außenministerin und für unseren Bundeskanzler, die nur noch durch Kriegstreiberei eigentlich auffallen und durch Aussagen wie, wir müssen Russland ruinieren oder den Krieg nach Russland tragen, was ja jetzt von der größten Oppositionspartei der CDU kam, die ja da voll auf NATO-Linie ist, leider. Siehst du Chancen für einen Politikwechsel in Deutschland, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr in so einer Situation sind, wo unsere Außenministerin eigentlich von Ungarn wieder ausgeladen wird, weil man gar keinen Sinn sieht, mit ihr zu reden, weil sie sowieso nur ja eigentlich nachplappert, was ihr aus Washington eingeflüstert wird. Und das ist ja hochgradig peinlich für ein Also souveränes Land. das merkt man natürlich schon, dass die deutsche Außenpolitik jetzt, Außenministerin, die wird ja kaum noch ernst genommen international. Das ist ja wirklich, es ist wirklich da zum Schämen, wenn man so will. Was in Deutschland, also ich sehe im Augenblick auf der parlamentarischen Ebene wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Wir hatten vorgestern oder wann war es, am Donnerstag, eine Debatte im Bundestag zum Indo-Pazifik. Und wo ja jetzt auch die Bestrebungen sind der deutschen Außenpolitik, sich an der NATOisierung des Indo-Pazifiks zu beteiligen, zunehmend auch im Indo-Pazifik, auch im südchinesischen Meer dort Fregatten hinzuschicken und so weiter und so fort. Und auch diese Region halt in die guten Wertepartner und die bösen Systemrivalen
aufzuteilen und auch damit weiter auch dort die Polarisierung voranzutreiben. Das war für mich eine erschütternde Debatte. Ich habe da auch zu geredet. Und was überhaupt gar nicht wahrgenommen wird in der deutschen Außenpolitik, ist der Umbruch der internationalen Architektur, der stattfindet. Ja, der Umbruch von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt, das wird ja auch diskutiert in Serbien. Ja, nur in Deutschland, in den Regierungsebenen kaum. Und dass auch natürlich die gegenwärtigen Kriege, die wir haben, auch nicht zu verstehen sind ohne diesen Umbruch, den wir haben. Und ich fand das so erschütternd, wie in dieser Debatte von den Mainstream-Parteien, also Ampel plus CDU, überhaupt gar nicht strategisch diskutiert wird, sondern nur in so einem moralisierenden Ton die guten Wertepartner des Indo-Pazifiks, also Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, mit denen wir jetzt sozusagen Militärübungen machen müssen, um gegen den bösen Systemrivalen China. Ja, dann steht ja morgen vielleicht auch die nächsten Sanktionen vor der Tür. Das wäre noch weiter tödlich für die deutsche Wirtschaft. Und das Ganze wird in der Debatte von dieser Seite überhaupt gar nicht eingeordnet, was passiert eigentlich gerade international mit diesem Umbruch? Was heißt eine multipolare Welt? Die USA wird nicht mehr die nächsten Jahrzehnte der alleinige Weltpolizist sein, wie das in den letzten 30 Jahren der Fall war. Man tut so, als ob das so weitergeht. Das wird gar nicht reflektiert. Das alles finde ich sehr erschütternd, auf der Parlamentsebene in Deutschland. Aber in der Bevölkerung ist der kritische Geist in Deutschland sehr fortgeschritten. Das muss man schon sagen. Es gibt unfassbar viele Debatten in Alternativmedien, Veranstaltungen, kluge Köpfe, die sich damit auseinandersetzen. Und wie gesagt, da habe ich sehr viel Hoffnung in Deutschland. Das ist sogar mehr als in den meisten anderen europäischen Ländern, nach meiner Einschätzung, was das angeht, sich einen Kopf zu machen. Was heißt eigentlich, wie soll sich auch deutsche Außenpolitik dann positionieren? Ja, ich finde viel neutraler, also nicht im Kielwasser der USA durch den Indopazifik zu schippern, sondern sich nicht hineinziehen zu lassen in eine mögliche Blockkonfrontation USA-China, die ja am Horizont sichtbar ist und die vielleicht, wenn Trump gewählt wird, was ja im Augenblick eher wahrscheinlich ist, auch wieder stärker noch auf die Tagesordnung kommt, vermutlich. Wahrscheinlich wird dann der Krieg Russland-Ukraine eher beendet, möglicherweise. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit Iran, was ist mit China? Weil das sind eher die Feindbilder von Trump als jetzt Russland. So, das sind ganz viele Fragen. Und ich finde einfach, dass die deutsche Außenpolitik auf Regierungsebene überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit ist. Und freue mich aber, dass es so viel Debatte in der Zivilgesellschaft gibt. Also weiterhin viel zu tun für die kritische Zivilgesellschaft, für die Opposition. Aber es gibt Chancen für den Frieden. Danke, dass du dafür arbeitest, André. Das macht mir Mut. Alles klar.